Hallihallo und herzlich willkommen zu einer dritten Folge des Let's Talk Fett. Und diesmal habe ich den Little John dabei. Hallo. Ja, guten Tag, liebe Leute. Jo, wer mich noch nicht kennt, ich mache solche kleinen Videos zu Rome. So ähnlich wie der liebe Prinz. Ja. Und ja. Ja, genau, wenn ihr an Rome Total war generell interessiert seid, seid ihr, denke ich mal, wenn ihr hier zuschaut, dann der Link ist in der Beschreibung zum Little John, da könnt ihr auch mal nach draufklicken nach dem Video. Und wir beide schlachten uns jetzt erstmal hier in einem gemütlichen Samstagabend durch die Welten von Chivalry. Jawoll. Ah! Oh oh. Und du bist. Oh oh. Du bist der Gatter, ne? Ja, ich bin der Gatter. Oh, wo seid ihr denn alle? Wurde ihr ordentlich umzingelt? Oh, das warst du. Oh. Oh, hier ist dein Kopf. Mein Kopf rollt weg. Ja, ich seh's. Das war grad witzig, bei mir hat sich die Kamera so gedreht. Ey, stimmt auch keiner nach vorne. Hey, wir haben das Feuer schon fast. Mit der Fackel. Ah, jawohl, ich seh's. Ah, alles cool. Zu sehen wissen. Ah, oh, schön. Ja. Oh, nee, hier kann ich nicht runterrennen. Oh. Free Sandy. Rumschreien. Alter! Alter! Warum rennt ihr denn alle hier rein? Ich werde hier überrannt von... Ihr habt ja nichts verloren, Mensch. Hier sind total viele Agatha in den Katakomben. Ja, ja, ne? Ich dachte, hier bin ich in Sicherheit. Oh. Ach, ich bin ja Maßenorden, verdammt. Lebe ich noch? Nee. Ich muss ja die Burg verteidigen. Ja. gar nicht geschnallt irgendwie. Na, kommen sie schon. Oh, schon wieder dieser Free Sandy, auf den habe ich gar keine Lust. Ich glaube, der ist gut. So zähl richtig ernst. Oh, ich hätte auch eigentlich Armbrustschütze nehmen können und dann hier hinten einfach noch campen. Das habe ich auch so gemacht. Oh. Nein! Du Monster! Ah, oh, Mann, war das knapp. Free Sandy. Sie machen unser Trebuchet kaputt. Oh nein. Hey, das ist übrigens die letzte, die gleiche Schlacht, die gleiche Teammission wie in der zweiten Folge vom Let's Zerfetz. Fällt mir gerade mal so auf. Ah. Ah, sehr gut. Es ist kaputt. Wunderbar. Der Angriff kann weitergehen. Aua, aua, voll rein hier laufen. Bin ja nur am Verrecken gerade. Au, okay. Ordentliche gut. Axt in den Kopf bekommen. Ja, ich hab einen Speer. Wo bist du denn? Ich schau gerade. Bist du das hier? Rennst du gerade eine Treppe hoch? Nee, das ist jemand anders. Nee, ich bin gerade leicht verletzt. Aber es gibt nichts, was man nicht wieder annehmen kann, ne? Alles klar. Oh ey, unser Team ist ja richtig gut. Ja, wir werden jetzt nicht fertig gemacht gerade. Ich renne jetzt mal hoch zum Trebuchet 1, da jemand ist. Oh, oh, ja, oh, mir doch oh, da sehe ich ihn. Oh, was denn? Was ist denn hier los? Nein! Oh Mann, er kommt um die Ecke und sticht mir sofort seinen Speer. In den Kopf. Bam. Oh je, geht richtig ab. Ja, Philippe. Mach das doch hier. Und hier Free sind Candy, wir bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Leichen enthaupten, jawohl. Oh je, ein Ritter. Oh, ich seh's. Oh nein, Verstärkung. Oh ja. Geh weg! Aua! Nee, geht beide weg! Alter! Ah. Da hab ich erwischt. Das war der Eigner. Das gibt's nicht! Das ist Dharma, der Junge. Er haut drauf und köpft alle drei. Na gut, so schlimm war's jetzt nicht, aber... Er hat mich geköpft. Das ist schon schlimm genug.
dürft unser Katapult nicht kaputt machen. Oh, hallo? Okay, Stufe. Die Stufe hat mich geblockt. Oh, ich kill jetzt den Verräter. Ach so, stimmt, er ist einer Verräter. Hilfe! Leute! Ah! Genau, Ritter, mach sie tot, mach sie tot! Ich versteck mich hinter ihm. Ah, ich bin hier abgeschottet vom Rest. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, alle drei sind auf ihn draufgegangen. Da waren nur noch eben total viele Kollegen von mir. Au. Ah. Oh, nee. Schmerzen überall. Leidest du mit? Ja. Ich habe ja gehört, dass das Mittelalter grausam war, aber so... Es ist doch nicht mal wahr! Wie der. Oh, der Hammer! Der macht unseren Ritter platt und mich danach! Das ist der Wahnsinn! Gut, vielleicht habe ich ihn ab und zu mal in den Rücken geschlagen, aber. Es ist doch kein Grund zu sterben, Ritter! Mensch! Pack doch dein Schild auf den Rücken, dann passiert sowas nicht! So. Ah, da habe ich ihn wieder im Visier hier. Den Pfadfinder. Oh, miese Kombo gerade. Der eine haut meinen Block weg und der andere kommt dann schon mit seinem Schwert hinterher. Au, au. Bitter. Das war jetzt echt gemein. Aber immerhin können wir ein Trebuchet mal länger als 5 Minuten verteidigen, das oder? Das war schön. So ungefähr. Wer, ich? Was? Ich bin Noob? Was? Nee, ich hab nur gesagt, wenigstens können wir eins von den Trebuchets mal länger als ein paar Minuten verteidigen. Ja, da waren ja nach 10 Sekunden beide kaputt. Nein. Au! Au! Der Verräter hat mich gekillt. Töte den Verräter! Ah, sehr gut. Macht sie doch kaputt. Gibt's eigentlich eine Grenze, wie lange wir Zeit haben dafür, um die zu zerstören? Koala? Oh, was? Ich war gerade etwas in einem intensiven Gemetzel. Gibt es eigentlich eine Grenze, wie lange wir Zeit haben, das, die Trebuchet zu zerstören? Oder haben wir Zeit, wie wir Zeit haben? Du kannst auf Tabulatur gehen und dann siehst du da oben so eine Zeit laufen. Achso, also, okay. Ihr habt noch massig Zeit. Wer kommt denn da an Garantie so schreiend? Oh, da kommen sie ja wieder alle. Ja, es dauert noch eine Weile, bis wir da sind. Ich glaube, wir kommen zu spät. Töte den Verräter! Oh ne, töte den, der mich tötet. Das Trebuchet wird fallen. Verdammt, wieso sind alle tot? Außer ich. Au. 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 Das war jetzt gemein. Ich bin gerade die Treppe hochgelaufen und da kam direkt in meinem Rücken dieser Free Sandy da an. Ja. Und hat mir Free Sandy gegeben. Also bei mir war es so ähnlich, sagen wir so. Ich bin zurückgegangen und dann hat mich dieser. Wie heißt er überhaupt? Keine Ahnung, wie heißt er denn hier? Yuka mit Y. Yuka. Yuka 2.0, ja. Junker. Oh nee, das funktioniert nicht. Die sollen wir benutzen, um die Schiffe zu versenken, das klappt nie im Leben. Ah, Mann, das ist der Hammer. Junge, Junge, Junge. Wir insgesamt... Nee, jetzt hat refreshed, oh mein Gott. Kannst du mir mal erklären, wie der Verräter sich gerade selbst töten konnte? Der Verräter hat sich selbst verraten? Ich habe keine Ahnung. Man kann, glaube ich, auf F10 oder so Selbstmord machen, aber... Warum? Keine Ahnung. Nee, da gehe ich nicht rein, also... Na los, komm hoch. Nee. Ich bin ja gerade die Galionsfigur. Ja, ich sehe es. Oh, jetzt.
Sollte ich meinem Kollegen helfen? Nein, nö, solltest du nicht. Aua! Aua! Kommt schon ein anderer. Ich guck euch mal zu. Ich hab'n! Ups. Jetzt bin ich hier alleine. Okay. Ja, jetzt bist du alleine. Ah! Ah, da kommt jemand. Friss die Axt! Ui. Okay. Ich hör's nur über meinen Kopf aus. Oh, das war der eigene. Geh doch weg! Verdammt! Nein! Ja, ich wusste es. Er hat uns halt drauf gelauert, mich zu erwischen. Wo ist mein Kollege hin? Ist er tot oder was? Ja. Er ist leider von uns gegangen. Oh. Noch lebe ich. Nicht mehr lange. Nein. Mal schauen. Oh. Sauber enthauptet. Ich glaube, mein Kopf ist noch dran, oder? Ach. Wie kannst du enthauptet werden, wenn dein Kopf noch dran ist? Nee, ich habe nur gedacht, der wird mir wohl den Kopf abgehackt haben, weil der kam so ein schöner Schlag auf Schulterhöhe. Und ja, da war ich tot. Ah, reinrennen. Oh, niemand getroffen, das ist der Wahnsinn. Sama. Also, das ist die Kunst. Das ist absolute Kunst, reinzurennen. Fünf Mann stehen auf dem Haufen und alle gehen dann auf einmal auseinander. Ich treffe niemanden. Ist kein euch. Wie so ein Fischfarm. Ja, wenn der böse Hai kommt, dann schwimmen sie alle auseinander. Ja. Oh nein, jetzt könnt ihr mich abwerfen. Wenn ich hier blöd rumjubel. Weg hier! Leute, wo seid ihr denn? So, jetzt aber hier los! Es wird ja. Aua! 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 Boah. Die Katapulte, die machen mich gerade narrisch. Hier fliegen ja dauernd so Brocken um uns rum. Ach. Die können uns nichts. Alles nur Deko. Ja, so eine schmerzhafte Deko. Oh Mann, Mann, Mann. Ich klau mir ein bisschen Munition. Okay, nee, das traue ich mich nicht. Weg hier. Jetzt kann ich mir was holen. Der Wahnsinn, ey. Was höre ich denn hier oben? Ist hier ein Gegner? Wo wird sich denn hier geklopft? Nein! Ach, da unten! So knapp, so hier knapp. War jemand. Hast du da unten gerade gekämpft? Nein, nein, nein. Ja, doch. Mit dem Ritter, aber der ist bestimmt auch schon tot, oder? Ja, der wird gerade enthauptet. Ja, so ein bisschen Unterzahl, ne? So ein ganz kleines bisschen. Mehr Verstärkung hätten wir schon gebraucht. Wie kann man denn so rumschreien? Auf C geht das bei mir. Da sehe ich gerade jemand, der rumjubelt. Bist du das? Oh, verdammt. Oh. Niemals! Jawohl! Nein! Rache! Oh, Double Kill. Wahnsinn! Was mache ich jetzt? Verdammt, ich konnte nicht mehr zuschauen. Wird zu schnell wieder gespawnt. Da war der Kopf weg. Was? Du hast mich enthauptet? Ah, ich glaube, ich sehe dich. Nein! Ja, das warst du. Ja, gut, ich bin aber blöd reingerannt, ey. Boah. Jetzt mach ich noch alle, mach ich noch! Boah, ist der Hammer! Wie die uns beschießen hier. Ja, ist gerade ziemlich krass. Leben da oben noch welche oder soll ich unten bleiben? Einer ist hier oben noch, der wird jetzt aber ordentlich. Oh, okay, ich geh wieder runter. Nope. Das sah gerade echt cool aus, wie du da hoch bist.
So. Ja, los, geht mal vor. Ihr schafft das. Ich bin direkt hinter euch. Feuerschutz. Verdammt! Mensch! Ist ja blöd. Blödes Spiel. Was? Ich bin tot. Der cheatet. Ups. Aber noch gebe ich nicht auf. Das ist auch mal das Beste, wenn man hier rennen will und dann will man nochmal auf die Statistiken schauen, dann kommt immer diese Steam-Tabulatur auf. Achso, ja, ja. Das ist mir auch schon passiert. Kann ich auch die Balliste nehmen? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich glaube, das bist du. Nee, das bist du nicht gewesen. Nee, nee, ich stehe hier oben gerade wieder als Galionsfigur. Alter! Junge! Was geht denn hier ab? Was geht? Nein! Oh, ist der Hammer. Wir sind drei Leute, schlagen uns alle gegenseitig und alle sterben. Ich wurde enthauptet. Oh, das ist nicht mehr wahr. Ich sag's dir. Es ist der absolute Hammer. Wir stehen da alle, schlagen um uns drumherum. Töten, töten, töten und ja, alle sind tot. Wie viel Zeit habt ihr noch? 7 Minuten. Boah, das war aber ganz schön stark hier. Was ist der Lockdown? Der ist ganz schön gut. Lockdown, Lockdown. Oh ja, 13 zu 6 ist fast andersrum wie bei mir. Verdammt! Nee, aber ich hab's gerade gesehen. Ich hab zweimal eine Axt nach ihm geworfen und er hat sich zweimal geduckt. So, so richtig so. Matrix! Wow! Ja, das Ducken, das bringt bei so Äxten manchmal echt viel. Weil die werfen ja, ja immer alle so schön hoch, damit man vielleicht dann mal Hitschuss macht. Ja klar, dass es schön auf Kopf geht und schön viel Schaden macht. Ist doch logisch. Oh, und ist immer viel zu wenige da. Ich sehe dich. Oh, oh, nee, doch nicht. Es kommt schon wieder viel zu viel Verstärkung. Wir sollen die Bogen schätzen, das ist gemein! Von der Verräter! Töte den Verräter! Sehr gut. Ich schlag euch gerade unter Bauernstall. Das ist der Hammer, der Verräter schlägt da mal rein, tötet zwei. Und er ist immer noch nicht tot, er ist immer noch nicht tot, tötet ihn noch, was ist los hier? Jetzt. Ist so der Hammer. Die cheaten doch alle. Ja, sowieso, aber. Vielleicht sollten wir ein bisschen weniger friendly Damage machen. Friendly Fire kannst du ja nicht nennen. Das gehört dazu. Ja, gab's früher auch, ne? Wirklich, wenn ein bisschen weniger. Oh, shit. So um ein. Oh, das warst du. Ich wurde von einer Axt. Oh, dein Helm ist weg. Echt? Ja. Mein Kopf auch gleich. Nein, ich war's nicht. Da hab ich's verkackt. Oh, oh, oh. Das sah grad böse aus. Oh. Mein Bein ist weg. Das ist schlecht. Gib mir mein Bein wieder. Er hat's geklaut. Oh nein. Schaffen wir das überhaupt noch? 5 Minuten? Ja gut, könnten wir schaffen. Ihr müsstet mal so ein Squad bilden, was hier sich um die Ecke schleicht. Durchs Schlachtgetümmel durch und dann die ganzen Ballisten. Wie ausweicht, ey, das ist der Hammer. So ein Waffenknecht, meinst du? Ja. Ja, die hüpfen da immer. Oh! Oh, rum. Ich hab einen Headshot verpasst, Alter. Mit der Axt! Wow! Krasse Sache. Ja, wir drängen euch ja ganz schön zurück hier. Ja, das ist ja das Problem. Das ist er wieder. Nee. Aua! Mach den weg! Ja! Der Ritter, mach ihn doch tot! Du bist direkt hinter ihm, mach ihn weg! Was? Wo ist er noch hinter mir? Ah! Jawohl, ich hab ihn gestoppt. Hast sogar meinen Kopf abgehackt. Aua! Oh. Und mein Arm ist auch ab. Ah, warte.
Da geht noch mehr. So, jetzt sind beide Arme ab. So. Aber ist egal. Wollen ja nicht hier nachtragend sein für die vielen Tode. Oh, ich bin der Schlechteste in unserem Team. Geht ja mal gar nicht. Also liegt dann wohl eher daran, dass die anderen alle super gut sind. Mensch, Leute, tötet den noch nicht. Ignoriert ihn und rennt voran. Oh, ne. Ich geh wieder weg. Ich bin hier alleine. Was soll denn das? Leute, wo seid ihr? Leute. Ja, los, geht doch vor. Er hat's doch gerade gesagt. Ich meine, ohne Witz, hier ist echt keiner. Ah! Ich weiß, ich seh's auch. Ja, da hinten ist einer. Alles klar. Nein, nein, es waren zu viele. Aber ich bin auch der Einzige hier vorne, ne? Ja, die anderen chillen da hinten alle und warten nur. Ja, lass mal kommen. Wir sind ja Verteidiger. Ich will die gar nicht. Irgendwo kloppen sich hier Leute. Ich glaube, die sind da unten wieder. Ja, die kloppen sich schon wieder. Ja, da sollte man mal reinspringen. Verreck ich von hier selbst. Oben, von der Mauer runter. Ich treffe da sowieso nicht. Okay, okay, okay. Einen getroffen, aber hier sind drei Leute. Das war gemein. Hab mich in die Ecke gedrängt und dann haben sie auf mich eingeschlagen. Und dann haben sie mich ausgelassen. Oh. Ist der Hammer. Okay. Mal wieder so eine Stealth-Action. Stealth-Action? Aua, aua, von hinten! Verdammt! Hab ich eigentlich schon das. Was bin ich? Ich bin Maaßen, ne? Ja. Ja, du bist der Böse. Der Böse. Ja. Der böse große YouTuber, der nie mit seinen Abonnenten spielt. Was? Ich spiele mit allen. Lieber Koala, Koalas sind nie böse. Aua! Aua! Oh, hab ich ihn gekriegt, ne? Ah, fast. Wieder der anspringt. Ist ja hart. Oh, das war richtig gut, ey. Ja, dieser Nummer Erik ist gut. Der hat mich gerade ordentlich nass gemacht. Verdammt, sind viel zu viele. Oh shit, ihr seid an unseren Ballisten. Haben wir es geschafft? Ja, ihr schießt gerade auf unsere Schiffe. Nein. Ja doch, macht's weg. Ja, am Schiffis, ich komme. Jetzt trifft dieses blöde Schiff doch. Das kann aber nicht so schwer sein. Oh, der wurde ordentlich weggesteppt. Okay, ein Schiff habt ihr kaputt gemacht. Wie viele brauchen wir noch? Zwei. Nein! Das unten hätte ich ja fast geschafft. Dann bewache ich das hier oben jetzt einfach mal. Alleine. Was? Die Schiffe kaputt. Oh shit. Ihr seid zu zweit, zu dritt. Ah! Ja, anschreien! Oh, ich kann euch nicht mehr angreifen. Einfach so viele. Okay, das war's. Es sind zu viele, es sind zu viele! Es sind eindeutig zu viele! Oh nein. Was? Nein! Die Bösen haben gewonnen! Ihr habt gewonnen! Wir haben verloren! Ernsthaft? Habt ihr das geschafft, ja? Hä? Es waren noch zwei Schiffe übrig. Ich hab keine Ahnung. Aber hier stehen jetzt unsere Leute und kloppen sich mit den Fäusten. Ja, ich bin schon tot. Oh. Oh. Alles schön. Klar. Okay, ein Match, wo mal keiner durchgeblickt hat. Gehört auch dazu. Ja. Ja gut, an der Stelle würde ich sagen, beenden erstmal die Aufnahme. Und ich... Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir hatten sehr viel Spaß beim Spiel, würde ich behaupten. Ja, doch. War schon recht lustig. Ja, genau. Recht unterhaltsam. Also, schaut mal beim Little John vorbei. Ist auf jeden Fall der Versuch wert. Wenn man das so sagen kann. Okay. Wenn ihr, was machst du denn außer Rome Total? Ich habe bei dir nur Rome gesehen.
Ich mache Rome, ich mache Napoleon, ich mache Battlefield. Also es wird jetzt eine Änderung auf meinem Kanal geben, denn früher machte ich Let's Plays, aber jetzt habe ich so gesagt, Let's Play, da ist der Markt erschöpft, das macht auch keinen Spaß mehr für mich persönlich. Und deswegen will ich mich auf diese Let's Fights mit meinen Abonnenten beschränken. Also ein Okay. bisschen mehr Community-lastiger werden. Das klingt auch super. Also, wenn ihr mit jemandem spielen wollt und dabei vielleicht auch noch ein Video bei rausspringen soll, dann seid ihr beim Little John auf jeden Fall richtig. Und ja, genau. Genau. Bevor wir jetzt zu viel anfangen zu schwätzen, verabschieden wir uns an der Stelle mal, würde ich sagen. Und ja, ich sag ciao. Und ja, tschüss. Und wenn er bei mir vorbeiguckt, dann werdet ihr auch bestimmt mal ein Video finden, wo ich mit Koala was mache. Auf jeden Fall. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.